Hey Leute, was geht? Schon's denn? Herzlich willkommen zu einem weiteren Video zu FIFA 19. Und wie ihr es mitbekommen habt, habe ich mich ja für den Food Champions Cup in FIFA 19 qualifiziert. Habe alle meine Matches in der Qualifikation gewonnen. Stand damit gemeinsam mit F2Tags auf dem ersten Platz. Und dann gab es zum Schluss natürlich noch das entscheidende Spiel. Quasi das Finale. Prones gegen F2Tags. Wer wird als erster Platz die Qualifikation beenden? Am Ende des Videos wissen wir es auf jeden Fall. Hier gab es natürlich auch wieder ein Hinspiel und ein Rückspiel und ihr könnt euch jetzt schon mal auf geile Szenen, geile Tricks, geile Tore und ein richtig geiles Matchup gefasst machen. Für die F2Tags nicht kennen, er war in FIFA 18 in Barcelona der Champion und er ist für die F2 Freestylers, die 9 Millionen Abonnenten oder so haben, unter Vertrag und in FIFA 19 war der Erste, der es geschafft hat, ein 30-0 zu holen. Er war der Erste, der es geschafft hat, in Division 1 in Division Rivals zu kommen und auch der Erste, der es geschafft hat, 2500 Punkte in Division Rivals zu holen. Also der Typ ist in FIFA 19 einfach krass, hat genau wie ich bisher alle Spiele gewonnen. Und jetzt geht's ab in unser Match. Hier haben wir auch schon die Mannschaft von F2Tags und er hat 5 Sterne-Skiller. Mahrez, Pogba, Ronaldo, Cruyff und Neymar. Da weiß man einfach schon, worauf man sich gefasst machen kann. Gebt gerne für dieses Match einen Daumen nach oben auch nochmal dafür, dass ich die Qualifikation gepackt habe. Und ab geht's. Die erste Aktion der Partie hatte er bei Rolf Flick. Ich habe den eigentlich gut verteidigt. Dann ist er hier mit Ronaldo, macht den El Tornado. Und hier hätte ich eigentlich schon abbrechen können, da hätte ich schon sagen können, das reicht. Wie krass, wir spielen gerade mal 2 Minuten und er drückt mir direkt einen El Tornado zum Seitfallzieher. Und wir liegen direkt hinten. Oh mein Gott, da darf ich ihn nicht den Platz lassen, um sowas zu machen. Ich weiß ja selbst am besten, wie stark das ist. Gute Chance hier von Cruyff, der wurde leider abgeblockt. Jetzt kommt Tags wieder. Vieira spielt ihn auf Ronaldo. Die Verteidiger gehen wieder nicht richtig dran. Ich wusste, dass er den El Tornado macht. Ich wollte mit Blanc in den Weg gehen, aber es hat nicht funktioniert und auch der Volley ist direkt drin. Und nach 12 Minuten liegen wir mit 0:2 hinten. Nächster Angriff, Vieira auf Ronaldo. Der wird nicht richtig angegriffen. Ich habe da einfach auf den Pass auf Cruyff gewartet. Der Pass kam nicht. Er schießt einfach mit dem Außenriss, drehte den perfekt in den Winkel. Und nach 17 Minuten liegen wir 3:0 hinten. Und das ist dann schon langsam bitter. Ich weiß, die erste Runde in diesem Qualifier lagen wir mit 3 Toren hinten, genau wie hier. Da haben wir das Ganze gedreht, von daher ist das hier auch möglich. Und nach diesem guten Angriff steht es nur noch 3:1. Jetzt kommt er mit Cristiano Ronaldo, gibt den Ball auf Cruyff. Der dreht hier wieder, da kommt wieder der Außenrissschuss. Ich habe den Keeper sogar leicht bewegt, aber es hat nicht gereicht, weil der Ball perfekt, perfekt, perfekt im Winkel war. Der Typ, F2Tags, hat FIFA 19 einfach studiert. Das kann man nicht anders sagen. Momentan ist er weltweit, denke ich, auf jeden Fall der krasseste. Trotzdem können wir uns hier Platz 1 holen, wenn wir es nochmal schaffen, dieses Spiel zu drehen. Die Chance war auf jeden Fall da, das war gerade schon mal ein guter Angriff. Und jetzt kommt der nächste gute Angriff. Cruyff dreht hier um, macht den El Tornado. Wir wollen ihm so ein Tor zurückgeben, aber leider wird das Ganze von seinem Verteidiger geblockt. Nun kommt er mit Cristiano Ronaldo, starke Drehungen. Cruyff ist am Start. Ein paar Skillmoves werden hier im Strafraum rausgehauen. Dann kommt ja auch noch der Elastico. Richtig, richtig gut. Und Courtois verhindert Schlimmeres. Dann Neymar auf Vieira. Er spielt es hinterm Strafraum immer richtig gut aus. Spielt die Bälle hin und her. Dann kommt ein direkter Finalschuss. Und er steht 1:5. Und da bin ich auch, wenn ich mir das jetzt gerade noch angucke, wirklich sprachlos, wie stark er das Ganze spielt. Cruyff jetzt für uns mit dem Ball auf Vieira. Wäre mit dem Ball auf Cristiano Ronaldo. Wir geben uns weiterhin nicht auf. In FIFA ist alles möglich. Ah nein, Ronaldo. Und er schießt Courtois an. Wenig später haben wir einen Eckball. Cruyff, schöner Trick. Den flankt er in die Mitte. Ferdinand muss nochmal ablegen. Hochgenommen mit dem Knie. Und rollt mit einem absoluten Traumtor. Was ist das für ein Tor? Nochmal mit dem rechten Stick, mit dem Knie hochgeflickt. Seitfallzieher, Time Finish, perfekter Bereich, perfekter Schuss. Pfosten rein und hier kommt er irgendwie durch, indem er uns tunnelt. Das geht auf jeden Fall klar, dass der am Ende nicht drin war. Das wäre ein sehr glückliches Tor gewesen. Jetzt sind wir wieder am Start. Cruyff, das ist auch eine glückliche Situation. Und das ist Cristiano Ronaldo. Er wird doch nicht. Er wird wirklich nicht. Er setzt den Ball einfach an den Pfosten. Das wäre es gewesen. Da wären wir wieder drin gewesen. Der Mitspieler in der Mitte frei. Und auch die Flanke wird im letzten Moment abgeblockt. So langsam hätten wir uns zumindest das dritte Tor auf jeden Fall verdient. Rullet mit dem Ball in den Rückraum. Hier haben wir wieder Rullet. Finalschuss, er hat den Keeper bewegt. Hat er Weltklasse gemacht. Ansonsten wäre der Ball wahrscheinlich im Tor eingeschlagen.
Und es geht weiter. Wir wollen das dritte Tor. Wir wollen nicht mit 3 Toren Unterschied ins Rückspiel gehen. Also, kommt ihr nochmal Hullet. Der Ball geht ganz auf die andere Seite. Eusebio sieht das Kurzeck. Perfekter Time. Finish. Der geht an den Pfosten, an seinen Kopf und dann neben das Tor. Das ist doch einfach zu hart. Und nach unserer Angriffswelle ist er dann wieder am Start. Gibt den Ball auf Mahrez. Und das ist das erste Mal, dass F2Tex echt einen ziemlich schlechten Abschluss gemacht hat. Alle anderen Abschlüsse in diesem Match waren entweder Tore oder richtig gute Schüsse. Der von Mahrez war hier nicht ganz so gut. So bleibt es beim 2:5. Wir gehen mit 3 Toren Handicap ins Rückspiel. Das heißt, wir müssen das Rückspiel mit 3 Toren Vorsprung gewinnen, damit es zumindest ins Golden Goal geht. Wir schreiben wieder die dritte Minute. Eben hat er früh geschossen. Was passiert hier? Eine Flanke, ein Pass rüber und auch hier schießt er wieder früh und er trifft früh. Ich glaube, eben lagen wir nach 3 Minuten hinten, jetzt nach 4 Minuten. Das ist einfach unfassbar. Schöner Trick hier von Ronaldo. Jetzt kommt Kombinationsspiel. R9 gibt ihn auf Cristiano. Jetzt benutzen wir mal seine Taktik. Hinterm 16er nochmal lang spielen und jetzt... R9, Ronaldo! Was ist das für ein Fallrückzieher? So krank, wunderbar hochgelegt in einem Qualifier für so ein Turnier, einfach so einen rauszuhauen. Das hat was. Jetzt ist Vieira am Ball, gibt den Ball auf Eusebio. Der hat bisher noch nicht so viel gerissen. Da hätte ich sogar schießen können, fällt mir gerade auf. Aber ich hatte nicht so viel Vertrauen in Eusebio. Hätte ich lieber mit Eusebio geschossen, kann man jetzt im Nachhinein sagen. Und jetzt ist Tex am Start. Man sieht es, beide Matches sind die ganze Zeit ein Hin und Her. Oben braucht gerade die Passstatistik, beide 92%, also beide wirklich mega gut in beiden Matches. Er natürlich im ersten nochmal deutlich besser als ich. Hat man ja auch am Ergebnis gesehen. Hullet auf Cristiano Ronaldo. Was kommt jetzt? El Tornado, sein Fallzieher. Der Ball ist drin. 2:1-Führung. Und da haben wir ihn sein El Tornado-Tor zurückgegeben. Klar, sein El Tornado-Tor war nochmal besser. Dafür haben wir aber insgesamt, glaube ich, 3 Fallrückzieher-Tore gemacht. Läuft Neymar jetzt mit dem Ball auf Ronaldo. Starkes Ding. Und der war safe. Time Finish grün. Sonst wäre der niemals so krass gekommen. Und wir haben richtig, richtig Glück, dass der Ball an die Latte geht. Jetzt sind wir schon in der Nachspielzeit der ersten Halbzeit. Das wird der letzte Schuss. Und er spielt ihn nochmal auf Neymar und haut den Ball ins Tor. Und es ist alles wieder auf Anfang gestellt. Wir liegen weiterhin mit 3 Toren zurück. Und haben jetzt leider nur noch eine einzige Halbzeit. Cruyff mit dem Ball auf Cristiano Ronaldo. Gibt auf Neymar, macht er gut. Und der kann gut und gerne auch im Tor landen. Der muss sogar mit Neymar eigentlich drin sein. Schöne Ballannahme, verteilt den auf Cristiano Ronaldo. Was passiert jetzt? Natürlich ein El Tornado zum Seitfallzieher. Ich bin mir ziemlich sicher, der wäre drin gewesen, wenn der Gegner uns da nicht geblockt hätte. Da hat er sich gut in den Weg gestellt. Walker gibt ihn auf Vieira. Cristiano Ronaldo kommt wieder ein El Tornado. Diesmal nicht! Diesmal setzen wir den Ball einfach ins kurze Eck, aber verfehlen das Tor komplett. Hullet mit Auge für Cruyff. Der macht das richtig gut auf der Seite. Der macht es auch hier wieder richtig gut. Butterweiche Flanke auf Cristiano Ronaldo und das kann kein Verteidiger der Welt noch verteidigen. 20 Minuten haben wir noch, um 2 Tore zu machen. Und ab hier stellen wir natürlich auf 4-2-4. Man sieht es, alle Taktiken werden möglichst offensiv eingestellt. Und das Dumme war, ich habe das gemacht, während er einen Angriff hatte. So konnte ich mich kaum darauf konzentrieren zu verteidigen. Am Ende hat uns der Keeper gerettet. Walker. 15 Minuten noch. Wenn wir jetzt treffen, dann ist auf jeden Fall noch alles drin. Unten ist schon wieder Cruyff. Cruyff, starker Ball. Cruyff fliegt. Cruyff, grüner Time, Finish. Und Courtois hält diesen beinahe unmöglich zu haltenden Ball. Der direkte Eckball danach wird von Alexandro reingebracht. Das wird auch wieder gefährlich. Ah nein, Ronaldo haut den Ball über den Kasten. Das kann nicht sein. Innenverteidiger machen solche Fallrückzieher rein. Und mein R9 Ronaldo setzt den übers Tor. Und dann hat F2Tex das ganz schlau runtergespielt. Man sieht es hier, er lässt sich sehr, sehr viel Zeit für seine Angriffe, damit ich nicht mehr allzu häufig nach vorne komme. Klare Sache, hätte ich auch so gemacht in seiner Situation. Von daher haben wir letztendlich auch leider keinen einzigen Angriff mehr bekommen. Insgesamt müssten wir damit mit 7:5 verloren haben. 2 Tore Unterschied waren es am Ende. 2 Tore, die mich vom ersten Platz der Welt im Qualifier getrennt haben. So lande ich am Ende auf den 2. Platz, aber auch mit der Leistung kann man, denke ich, mehr als zufrieden sein. Mein Ziel war am Anfang einfach nur eine gute Performance zu leisten. Ich hätte niemals gedacht, dass ich die Quali packe. Nachdem die ersten 3-4 Spiele mega gut liefen, hat sich natürlich mein Ziel erhöht. Da habe ich dann irgendwann gedacht, okay, jetzt, wenn wir schon so nah dran sind, dann wollen wir die Quali auch haben. Sprich, wir wollen in die Top 22 aus Europa kommen, denn dann sind wir fix dabei und am Ende stehen wir einfach auf dem 2. Platz und Wahnsinn. Sogar relativ nah dran
auch den ersten Platz zu holen. Auch zu krank, dass die beiden wohl besten Skiller von den E-Sportlern F2Tex und ich einfach Platz 1 und 2 sind. Das zeigt, dass Skills, El Tornados, Fallrückzieher und in diesem FIFA schon sehr, sehr stark sind. Ja, ihr habt ja schon angekündigt, dass im nächsten Patch rauskommt. Mal schauen, ob die das Ganze dort abschwächen werden, aber selbst wenn, ist das auch kein großes Problem. Dann stelle ich meinen Spielstil wieder ein bisschen um, mache davon ein paar weniger und dann geht das Ganze auch. Lasst als Support für dieses Video unbedingt einen Daumen nach oben, da würde mich riesig freuen. Abonniert gerne meinen Channel, wenn ihr das Ganze noch nicht getan habt. Und checkt auch gerne F2Tex ab. Die Links zu ihm, Facebook, YouTube, Twitter, bla bla bla, sind in der Videobeschreibung. Folgt ihm da gerne, ist ein kranker Spieler, ihr habt es ja gesehen. Und ich bin raus. Macht's gut und ciao.